Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Die Schminkfee-Kanal. Mein Name ist Christine und heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch, nämlich der perfekte Gentleman. Und wenn ihr da draußen wissen möchtet, was den perfekten Gentleman ausmacht, dann bleibt unbedingt dran. Gentleman sein lohnt sich, denn Frauen finden diese männliche Gattung extrem sexy. Höflichkeit, Aufmerksamkeit, gute Manieren, Aufrichtigkeit, all das zeichnet den wahren Gentleman aus. Ich möchte euch heute ein paar Fakten zum perfekten Gentleman nennen. Übersetzt heißt Gentleman sanfter, liebenswürdiger Mann. Und im Deutschen ist es eine Mischung aus einem Ehrenmann, Kavalier und Mann von Welt. Früher war ein Gentleman einfach nur ein Adliger. Erst später wurde der Gentleman zu einem Mann von vornehmer Gesinnung und Erscheinung. Ein Gentleman zeichnet eine sehr gute Allgemeinbildung aus, gute Fremdsprachenkenntnisse und der Charakter ist sehr, sehr wichtig. Die erforderlichen Eigenschaften für einen Gentleman sind Ehrgefühl, vollendete Umgangsformen, Selbstbeherrschung, Rücksichtnahme, Freigebigkeit und eine kultivierte Männlichkeit. Ein Gentleman hilft anderen und prahlt nicht. Er ist höflich und gefasst und begegnet den Dingen des Alltags mit einer gewissen Distanziertheit und nicht selten mit einer charmanten Ironie. Nicht nur die inneren Werte zählen, auch das äußere Auftreten wie Kleidung spielt eine große Rolle. Denn Kleidung spiegelt die innere Haltung wider. Haare, Bart, Fingernägel und Haut sind stets einwandfrei gepflegt. Seine Kleidung zeigt sich immer angemessen und hochwertig, sowie stilvoll, aber auch außergewöhnlich, jedoch ohne Effekthascherei. Wichtig für einen Gentleman ist auch der passende Duft, der sein meist klassisches und stilvolles Auftreten standesgemäß abrundet. Sich verhalten wie ein Gentleman. Da möchte ich euch den folgenden Text vorlesen. Sich verhalten wie ein Gentleman. Ein wahrer Gentleman verhält sich allen in seiner Umgebung gegenüber respektvoll. Von der Frau, mit der er gerne ausgehen würde, bis hin zur alten Lady, die Hilfe bei ihren Einkäufen braucht. Er achtet sorgfältig auf sein Äußeres, ist denen gegenüber höflich, die es verdienen und ist freundlich zu Frauen, unabhängig davon, ob er denkt, dass er bei ihr Chancen hat. Um ein wahrer Gentleman zu sein, musst du selbstbewusst, reif und zuvorkommend sein. Ritterlichkeit ist nicht tot. Du kannst dich anstrengen und versuchen, mehr Respekt und Rücksicht in die Welt zu bringen. Und nun kommen wir auch schon zu den Fakten, die einen Gentleman ausmacht. Erstens, sorge für einwandfreie Körperhygiene. Achte darauf, dass du regelmäßig duschst bzw. badest. Wenn du Deodorant oder Eau de Toilette aufträgst, dann übertreibe es damit nicht. Manchen Mädchen gefällt der Duft vielleicht nicht und wenn du dann zu viel davon drauf hast, dann wird ihnen das vielleicht nicht zusagen. Achte auch darauf, dass du nicht zu viel Haargel verwendest. Es ist klebrig und steinhart, was deine Haare steif wirken lässt. Wichtig ist, dass du dich um deinen Körper kümmerst und sauber und ordentlich aussiehst, wenn du das Haus verlässt. Wenn du nicht sauber und frisch riechst, ist es egal, wie charmant du bist und wie gut du in deiner Kleidung aussiehst. Achte auch unbedingt darauf, dir die Hände zu waschen, wenn du auf der Toilette warst. Ein Gentleman achtet wirklich darauf. Zweitens, trage schmeichelnde Kleidung. Trage Kleidung, die gut zu deinem Körper passen und entsorge unbedingt zu schrille Kleidung. Wenn du einen einfachen Kleidungsstil hast, rückt dich das mehr in den Vordergrund. Also deine Person steht mehr im Vordergrund, als dass deine Kleidung davon ablenkt. Halte dich an einfache und solide Farben wie Schwarz, Grau und Braun. Du musst keine schrillen T-Shirts tragen oder knallige Farben oder eine übertrieben große Uhr.
Halte es einfach und du wirkst elegant wie ein Gentleman. Du solltest unbedingt gut sitzende Hosen tragen, denn mit Baggy Pants wirkst du leicht unordentlich und zu kurze und zu enge Hosen wirken so, als ob du deine Garderobe länger nicht aktualisiert hast. Halte deine Hosen mit einem hübschen und einfachen Gürtel an der richtigen Stelle, damit man auch sieht, dass du dir Gedanken um dein Outfit gemacht hast. Die meisten Männer tragen leider Gottes einen Anzug, der ihnen entweder viel zu groß ist oder gar zu klein und viel zu eng. Also wenn du das nächste Mal einen Anzug kaufen gehst, dann lass ihn dir unbedingt anpassen. Außerdem macht dich ein richtig passender Anzug auch etwas schlanker. Es ist auch wichtig, die richtige Kleidung dem entsprechenden Anlass anzupassen. Dass du zum Beispiel, wenn du zu einer Hochzeit gehst, wirklich einen sehr, sehr schicken Anzug anziehst und wenn du dich nur zum Golfspielen triffst, beispielsweise etwas legerer auftrittst. Drittens, pflege dich. Ein wahrer Gentleman achtet darauf, dass sein Haar gepflegt ist. Daher solltest du regelmäßig den Friseur besuchen und dass du entweder jeden Tag frisch rasiert bist oder einen gepflegten, ordentlichen Bart trägst. Vermeide unbedingt Stoppeln und rasiere dich jeden Morgen, da du sonst unordentlich wirkst. Viertens, saubere Fingernägel machen den Unterschied. Säubere deine Fingernägel und schneide sie mindestens jeden zweiten Tag, damit deine Hände sauber wirken. Was auch ganz, ganz wichtig ist, trimme jedes auftretende Nasenhaar, um einen gepflegten Look zu garantieren. Fünftens, habe einen festen Händedruck. Es ist ganz wichtig, dass man sehr selbstbewusst ist und einem anderen Menschen auch gut die Hand geben kann. Dabei sollte der Druck aber nicht zu fest sein, sondern sollte sehr bestimmt sein, dass man einfach merkt, dass der Mensch ein gewisses Selbstvertrauen hat. Und was auch ganz wichtig ist, wenn du einem anderen Menschen die Hand gibst, schau ihm unbedingt dabei in die Augen. Sechstens, wenn eine neue Person den Raum betritt und dir vorgestellt wird, dann zeige unbedingt Höflichkeit und stehe auf, um ihm oder ihr die Hand zu reichen. Vermeide auf jeden Fall anstößige Handlungen in der Öffentlichkeit. Als Gentleman solltest du dich unter Kontrolle haben und solltest wirklich sehr galant wirken. Sollte dir allerdings einmal ein Fauxpas passieren, solltest du dich unbedingt dafür entschuldigen. Siebtens, denke daran, dass ein Gentleman in die Öffentlichkeit gehen kann, ohne eine Szene zu machen oder sich zu blamieren. Eine Frau, die mit dir zusammen sein will, sollte stolz auf dich sein und sollte dich auch jedem vorstellen können. Daher solltest du dir selbstbewusst sein und wirklich auch erkennen, wie du auf andere Menschen wirkst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt unbedingt einen Daumen nach oben. Im nächsten Video seht ihr, wie ihr in 7 Schritten zum perfekten Gentleman werden könnt. Also schaltet wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und sage Tschüss und Bye-bye.